Hallo miteinander. Heute möchte ich euch eine Einführung in Bootstrap geben. Und zwar, was ist Bootstrap? Bootstrap ist eine tolle Sache. Zuerst könnt ihr euch mal ein paar Beispiele anschauen, indem ihr auf getbootstrap.com geht und dort auf Examples klickt. Unter Examples seht ihr eigentlich eins zu eins, für was Bootstrap da ist. Es geht letztlich darum, schöne grafische Oberflächen von Websites zu gestalten. Also hier ein paar Beispiele. Wenn ihr ein Album macht, könnt ihr diese Bilder, die ihr habt, in schöne Boxen einfügen. Oder ein zweites Beispiel, so Ankündigungen von Preisen und so weiter mit Knöpfen, könnt ihr hier entsprechend schön darstellen. Oder noch ein Beispiel, mein Lieblings ist das Karussell. Das Karussell, da könnt ihr eben, wie der Name schon sagt, rumdrehen, verschiedene Infos hin und her klicken. Und das ist genau das, was eigentlich Bootstrap macht. Ihr müsst euch dann nur noch um den Inhalt kümmern und die Knöpfe, wie die beschriftet sind, aber ihr müsst nicht mit euch kümmern, dass sie auch schön dargestellt sind und all diese Effekte, das macht dann Bootstrap für euch automatisch. Nun, wie starten wir? Als erstes muss man das Ding mal runterladen. Da geht ihr nochmal auf die Startseite und so wie es schon heißt, Get Started, klickt ihr auf diesen Knopf. Da gibt es eine Einführung, ganz viele Detailinformationen, wie das Bootstrap funktioniert. Aber zuallererst geht ihr auch mal auf Download und ladet das Dokument runter, das ihr braucht. Entsprechend müsst ihr dort mal schauen, was gibt es überhaupt. Es gibt eben die JavaScript-Files und CSS-Files. Das ist sicher mal wichtig. Wenn ihr diesen Ordner dann runtergeladen habt, könnt ihr einfach dieses ZIP-File öffnen und entsprechend die Daten anschauen. Bootstrap besteht sozusagen in zwei unterschiedlichen Ordnern. Das sind einerseits sind das ganz viele CSS-Files, wo die ganzen Formatierungen, Grafiken drin sind, und zum anderen in einem JavaScript-Files, wo die Effekte und die ganzen Elemente programmiert sind. Also was ihr macht, ihr kopiert diese zwei Ordner, wo Bootstrap-Dokumente drin sind, und fügt die ein in einen Ordner, nennen wir den mal Programmieren, und dort könnt ihr dann entsprechend nachher arbeiten. Sobald ihr in diesem Ordner diese zwei Unterordner habt von Bootstrap, könnt ihr mit dem Brackets starten. Brackets kennt ihr ja schon, und wenn ihr dort dann oben auf Open Folders und dann in den Ordner Programmieren geht, seht ihr dort entsprechend diese zwei Unterordner, genauso wie wir sie vorhin gesehen haben. Das sind alle diese Files, die Bootstrap ausmachen. Auch die Website auf Bootstrap beschreibt nochmal, für was die einzelnen Dokumente sind. Hier habt ihr eben dieses Verzeichnis, bei mir heißt es jetzt Programmieren, und dann folgen die einzelnen Bootstrap-Dateien im CSS-Ordner und im JavaScript-Ordner. Und wenn ihr jetzt loslegen wollt, geht das ziemlich einfach. Ihr könnt letztlich wieder zurück auf Introduction schauen. Da gibt es ein sogenanntes Starter-Template. Auf diesem Starter-Template könnt ihr eben diese Vorlage kopieren von HTML-Text und dann im Brackets einfach mal einfügen. Beziehungsweise müssen wir da natürlich noch zuerst ein neues Dokument machen. Nennen wir es mal index.html. Und da fügen wir jetzt diesen Text ein. Ihr seht, das ist der klassische HTML-Code mit Header und Body, und da werden jetzt die einzelnen Bootstrap-Dokumente eingebunden. Bootstrap kann auf zwei verschiedene Arten eingebunden werden. Einerseits hier, so wie es hier steht, über das sogenannte Content Delivery Network, CDN. Das macht, dass ihr einfach online sein müsst mit eurem Laptop und wenn ihr programmiert. Wir wollen es jetzt mal in dem Fall lokal importieren und deshalb sagen wir, wir kippen diesen Internet-Link raus und brauchen dann auch alles andere nicht und können dann auch hier unten, das ist das CSS-File, und unten beim JavaScript, auch da haben wir die Möglichkeit jetzt direkt diese jeweiligen Bootstrap-Dateien einzubinden, ohne noch das CDN zu benötigen. Also das ist hier, den brauchen wir nicht. So, und den brauchen wir nicht. Gut, jetzt haben wir da Bootstrap,
JavaScript und hier Bootstrap CSS eingebunden. Und jetzt schreiben wir mal und testen wir das mal aus, ob das alles funktioniert. Ihr könnt bei Brackets oben rechts die Live-Preview anschalten und sofort wird dann ein Chrome-Browser gestartet im Hintergrund. Und tatsächlich, hier kommt das Hello World, was wir hier im Demo-Text hatten, wird auch rechts in Brackets im Chrome-Browser angezeigt. Soweit so gut. Mit dem habt ihr eine erste Einführung gekriegt, wie ihr Bootstrap herunterladen und installiert bei euch lokal. Und wie es dann weitergeht, wie ihr Elemente macht, das sehen wir im nächsten Video. Bis dann.